Aber jetzt fangen wir mal, denke ich, würde ich mal sagen, hier unten an. Die, ja, Empfehlungsleserecke. Imperial Railways History. Das kann gut sein, dass die Empfehlungsleserecke ist für besonders wichtig für die Academy Points ist. Wenn hier sowas wie die, ja, die Railways, also die Zugschienen erwähnt werden, eine Geschichte für die nächste Geschichtsstunde. Sollten wir uns also wahrscheinlich merken. So, jetzt werde ich mir allerdings wirklich den Mund fusselig lesen. Und dann werde ich... Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Wie spät haben wir es überhaupt? Och, ein bisschen spielen kann ich noch. Das kriege ich alles noch hin. Ich werde noch mindestens eine Folge nach der Lesefolge hier machen. Also, die imperialen Zuglinien. Eine Geschichte. Die Orbital Revolution von vor 50 Jahren hatte einen grundlegenden Einfluss auf Erebonia. Genauso wie auf andere Nationen auf dem Kontinent. Viel von dem Einfluss, was es hatte, zeigte sich in auf Waffen oder in der Waffenentwicklung. Aber ich glaube, dass der Einfluss, den die Revolution auf den Transport hatte oder auf die Bewegung, genauso wichtig ist. Insbesondere hat die Orbital Revolution die Erschaffung von Zuglinien erstmals möglich gemacht. Vor der Orbital Revolution gab es drei Transportmethoden, die den Einwohnern des Imperiums möglich waren oder die sie in Anspruch nehmen konnten. Per Pferd, per Boot oder Laufen. Wenn man die gesamte Größe von Erebonia bedenkt, dann war die Situation alles andere als ideal. Von der imperialen Hauptstadt Heimdall bis nach Barehar zu reisen, der Hauptstadt von der Provinz Kreuzen zum Beispiel, hat zu Fuß 10 Tage gedauert und 4 Tage zu Pferd. Solche langen Reisen wären für die Einwohner Ereboniens von heute vollkommen unvorstellbar. Doch all das geändert hat schließlich... Doch all das geändert war, hat schließlich die Umwandlung der Herstellung von Sachen im Zuge der Orbital Revolution, die die Kreation von mechanischen Motoren erstmals ermöglichte. Das sorgte für einen Schlüsselpunkt in der Geschichte der Transportation. Und genau, die erste Benutzung von diesen mechanischen Motoren in Erebonia oder die erste Anwendung war die Erfindung von Zügen oder des Zuges. Septianischer Kalender 1158. Ich habe das Gefühl, dass hier eventuell das steht, was wir für die nächste Geschichtsstunde brauchen. Bestimmt den Professor G. Smith und Epstein oder so. Das erste orbal angetriebene Vehikel, welches auf Zügen oder auf Zugschienen fuhr, wurde durch die kombinierten Bemühungen von Professor G. Schmidt und einem führenden Lehrling von Professor Epstein und der Rainford Company ermöglicht. Die Rainford Company, die damals als Waffenhersteller bekannt war. Septianischer Kalender 1160. Die Frachtlinie zwischen Ruhr City und der Sachsen-Eisenmine wurde fertiggestellt. Okay, ich hatte schon das... Ich glaube, ich kann mich entsinnen beim allerersten Stream, wo wir Trails in the Sky gespielt haben, dass ich beim Namen... Die haben es halt wie Röhr geschrieben, aber sie sprechen es wie Ruhr aus, dass ich dabei an den Ruhrpott und auch an die Industrialisierung, die ja in Deutschland, wenn man an Industriegebiete und an Industrie, Bergwerke, alles denkt, dann ist das ja vor allem der Ruhrpott. Dass ich bei Ruhr immer daran denken muss. Und na gut, Sachsen ist eigentlich eher, wir haben hier vor allem Braunkohletagebau gehabt, wo ja jetzt die Leipziger Neuseenlandschaft mit der Flutung der ehemaligen Tagebau entsteht und so weiter. Aber ja, hier Ruhr City eigentlich und Sachsen Eisenmine. Also das Kaiserreich ist hier ein bisschen deutsch inspiriert, zum Teil auch von den Namen her sieht man es hier und da, aber trotzdem haben wir noch sehr viel auch andere Fantasy-Sachen mit dabei. Septianischer Kalender 1165. Der erste Reisezug, der Heimdall und Ruhr verbindet, fängt an zu operieren. Also nicht zu operieren wie am Herzen, sondern wird erstmals aktiviert oder in Begins Operation wird
erstmals für alle zur Verfügung gestellt. Mir fehlt es manchmal echt an deutschem Vokabular. Als Resultat dieser Entwicklungen wurde das Konzept von Orbel-Zuglinien schon bald in der gesamten Nation bekannt und bis zum Jahr 1175 wurde ein weitreichendes Zugnetzwerk entwickelt mit Heimdall als Zentrum oder als zentraler Knotenpunkt. Dieser Zug-Nexus verbindet im Prinzip die Hauptstadt des Imperiums mit allen Hauptstädten der jeweiligen großen Provinzen. Also wahrscheinlich ein bisschen sternförmig ausstrahlend, mit Nexus hier gemeint. Dem folgte schon bald die Etablierung von Zuglinien zu anderen Nationen auf dem Kontinent, was dafür sorgte, dass vor etwa 20 Jahren die transkontinentale Eisenbahn entwickelt wurde, die dafür sorgte, dass der Menschentransport, der Gütertransport und der Transport von Informationen überall auf dem Kontinent sehr viel schneller vonstatten ging. Ganz ohne Zweifel sind es allerdings die mit Orbel-Energie angetriebenen Luftschiffe, die im Liberal Kingdom entwickelt worden sind, deswegen auch Trails in the Sky, die vorherige Trilogie-Spielereihe, die schon im Westen veröffentlicht ist, Sky wegen der Luftschiffe, die eine große Rolle im Liberal Kingdom, wo die Handlung da hauptsächlich spielt, wichtig sind. Ah, die Calvert Republic war es, nicht mit I, wie ich vermutet hatte, Calvert Republic, genau. Also die Luftschiffe, die vom Liberal Kingdom entwickelt worden sind und die Familienautomobile, die von der Calvert Republic erfunden worden sind, sind auch wunderbare Erfindungen. Jedoch ein halbes Jahrhundert schon nach der urbanen Revolution ist es ein unbestreitbarer Fakt, dass die Züge die wichtigste Transportmethode sind. Schreibt S. Reinemann. Ich würde mal sagen, dass alle gleichermaßen bedeutend sind. Aber natürlich, wie das so in einem Imperium, Kaiserreich ist, wo auch ein bisschen Kontrolle von Informationen vorhanden sein muss, wie Sachen bewertet werden. Und wenn man die imperialistischen Bestrebungen sich daran erinnert, von denen wir wahrscheinlich oben auch ein bisschen was lesen werden, wenn ich mich recht entsinne, in den anderen Büchern, in den anderen Geschichtsbüchern, ist es natürlich so, dass dann das eigene Land doch als Bestes dargestellt werden muss und deswegen die Eisenbahnerfindung und das Eisenbahnsystem des Empires dementsprechend hier als Bestes dargestellt wird. Du hast die Imperial Railways History Sachen gelesen. Ihre Inhalte wurden in deinen Büchernotizen gespeichert. Ich will mal gucken, ob das wirklich das ganze Buch gespeichert ist oder ob das dann so als Stichpunkte sind. Und man an den Stichpunkten eventuell sich orientieren kann, was eventuell im Unterricht dann abgefragt wird. Es ist tatsächlich das ganze fucking Buch. Okay, gut zu wissen. So, dann fangen wir mal die Runde an. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier ging's los, historisch. Ich guck mal ganz kurz. Nee, Current Events. Derzeitige Entwicklungen. Dann ging's doch von der Seite hier los. Ich glaube, das ist nämlich chronologisch geordnet hier. International 2. International 1. Okay, das wirkt wiederum anders. Technologie 2. Kultur 1, okay. Hier wirkt es doch so, als wäre es andersrum. Dann fang ich mal doch hier an. Derzeitige Ereignisse und Politik. Die vier großen Häuser. Die vier großen Häuser ist ein Sammelbegriff für die alteingesessenen Familien, die über die vier Erebonien-Provinzen herrschen. Also die vier Provinzen des Erebonian Empires. Jedes der Häuser kontrolliert eine Provinzarmee und hält auch Respekt, der nur der Arnor-Familie nachsteht. Wobei die Arnor-Familie dann die Monarchie-Familie wahrscheinlich, die Kaiserfamilie ist. Alle vier Familien haben Provinzen fast in Größe eines ganzen Landes. Und im Zuge des Klassensystems des Empires... haben im Zuge des Klassensystems des Empires Provinzen, die in Größen, die fast einem einzelnen Land entsprechen. Aber mit dem Wandel der Modernisierung oder mit der fortschreitenden Modernisierung ist eine wachsende Anspannung zwischen den vier großen Häusern und einer Reformistenfraktion spürbar geworden. Dass das so offen hier stehen darf.
der 100-tägige Krieg. Das ist ein wichtiges Ereignis, was, mal sehen, jetzt erfahren wir wahrscheinlich auch, vor wie viele Jahre das hier nach Trails in the Sky spielt, denn bei Trails in the Sky, da waren nicht die Ereignisse vom 100-jährigen Krieg, sondern spielte 10 Jahre danach, aber der 100-jährige Krieg ist, sagen wir mal, in der grundlegenden Hintergrundstory ein sehr wichtiger Aspekt von Trails in the Sky, also sozusagen der im Hintergrund anlässliche oder schwelende Konflikt. Moment mal, 1992? 1192? Wir sind jetzt aber auch... Wir sind jetzt in 1212. Und Trails in the Sky spielt doch 10 Jahre danach. Also auch in 1212 dann? Heißt das spielt hier im selben Jahr wie Trails in the Sky? Irgendwie bin ich in der Zeitlinie gerade im Kopf ein bisschen durcheinander. Vielleicht klärt sich das mit den weiteren Sachen hier noch auf. Oder waren wir 1204 und nicht 1202, also 2 Jahre danach? Das würde mehr Sinn ergeben. Ich glaube, wir waren 1204, nicht 1202. Ich glaube, ich erinnere mich falsch. Das heißen würde, dass wir wirklich nur 2 Jahre nach den Ereignissen von Trails in the Sky sind. Also 1 bis 2 Jahre danach. Dementsprechend könnte das mit meinen Vermutungen bezüglich dem Typi mit dem Stirnband durchaus noch hinkommen. Na, mal gucken. Weil das wäre dann nämlich auch nur 2 bis 3 Jahre nach den Ereignissen von da, wo ich mich glaube zu erinnern. Rein von der Chronologie gesehen. Der 100-tägige Krieg war ein Aggressionskrieg, der vom Empire, finde ich interessant, dass das hier so offen angesprochen wird, als Aggressionskrieg so benannt wird. Da können sich die Japaner auch eine Scheibe abschneiden, was Geschichtsklitterung und so weiter angeht, wenn das selbst hier ein Monarchie-Imperium so offen zugibt, dass sie einen Aggressionskrieg geführt haben gegen das Liberal Kingdom im Jahr 1192. Der Name ergibt sich aus den 100 Tagen, die der Krieg dauerte, vom Beginn bis zum von der Kirche vermittelten Ende des Krieges. Zunächst schien Liberal im bedeutenden Nachteil zu sein während des Krieges, und das Empire hatte einen Großteil des Territoriums von Liberal bereits besetzt. Aber eine einzelne Operation mit den neuen Patrouillen Luftschiffen konnte den Krieg zugunsten von des Liberal Kingdoms drehen. Die Gründe für den Krieg sind wurden nie öffentlich, also was der Grund für den Kriegsausbruch war, wurde nie öffentlich bekannt gegeben. Wir erfahren es in Trails in the Sky. Wer also Näheres wissen will, der muss Trails in the Sky zumindest die ersten beiden Chapter spielen. Ich glaube, in Second Chapter wird es dann richtig deutlich, wenn ich mich nicht irre. Seither hat das Erebonian Empire sich formell beim Liberal Kingdom entschuldigt und den Krieg einen Fehler genannt, der aus einem unglücklichen Missverständnis entstand. Der Nicht-Angriffspakt. Ah, okay. Dann, müssten wir wirklich im Jahr 1204 jetzt sein. Ich weiß nicht, wie ich auf 1202 kam. Wahrscheinlich aus der Erfahrung von Trails in the Sky. Der Nicht-Angriffspakt war ein internationaler Vertrag, der vorgeschlagen wurde von Queen Alicia II., der Königin vom Liberal Kingdom, und 1202 vom Liberal Kingdom, dem Erebonian Empire und der Calvert Republic unterzeichnet worden ist. Royal Villa im Liberal Kingdom. Er ist zwar nicht rechtlich bindend, aber der Pakt hatte einen wirklich mächtigen Einfluss und hat ein Ende zu den groß angelegten Militärübungen von dem Erebonischen Empire und der Calvert Republic in der Nähe von Crossbell dafür gesorgt, dass es aufhört und somit die Anspannungen zwischen den einzelnen Nationen entspannt. Und ja, aber wie wir auch aus dem Eingangstrailer Ereignisse wissen, sind wir ja da an der Grenze, an einer Festung, an der Grenze zum Crossbell-Staat, an der Grenze vom Erebonischen Empire, wo es offensichtlich ja so aussehen lassen soll, als würde Erebonia wieder angreifen. Zumindest meine Vermutung, bei einer Konferenz, die da gerade in Crossbell stattfindet und da wahrscheinlich wieder auf Krieg und
die Friedensleute, die auf Frieden drängen und so weiter, auszuschalten, darauf gerichtet ist. Der Phantomdieb B. Den kennen wir auch aus Trails in the Sky. B oder B ist ein zugewiesener oder ist ein, nee, nicht zugewiesener, ist ein, ja, ein Dieb, ein Elusive Dieb, der schon von Juwelen bis Orbel Panzern alles von Leuten und Organisationen überall auf dem semurischen Kontinent geklaut hat. Seine seltsame, fast schon schöne Methode oder Methodik oder Herangehensweise an die Diebstähler haben dafür gesorgt, dass er eine kleine, aber sehr, ja, feste Fanbase hat. Obwohl er im Vorfeld immer Nachrichten an seine, an die Ziele seines Diebstahls schickt und auch öffentliche Auftritte mit seinem weißen, Mantel und einer Maske hinlegt, bleibt die Identität von B ein Mysterium. Und seine kürzlichen Diebstähle nennt er die Befreiung der Schönheit. Ja, auf Phantom B, ich weiß nicht, ob wir dann auch auf ihn treffen, wenn er hier erwähnt wird, im Zuge von Cold Steel. Aber er taucht auf jeden Fall in Trails in the Sky auf. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, doch, es müsste schon im ersten Teil gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Achso, waren wir jetzt hier wirklich durch alles durch? Derzeitige Events und Politik sind wir überall durch. Okay. Dann kommen wir als nächstes zu Geschichte und Zivilisation. Der große Zusammenbruch. Die Zerstörung der uralten zemurianischen Zivilisation wird auf vor ungefähr 1200 Jahre geschätzt. Während des großen Zusammenbruchs, welcher üblicherweise einer Naturkatastrophe zugeschrieben wird, also, oder der wird normalerweise einer Katastrophe, nur Naturkatastrophe zugeschrieben, aber diese Theorie bleibt unbestätigt. Ja, auch die uralte zemurianische Zivilisation und die Erforschung von dieser, das spielt bereits auch eine gewisse Rolle in Trails in the Sky, wo wir auch auf Relikte und Artefakte jener Zivilisation stoßen, ohne zu viel zu verraten. Diese uralte Zivilisation, das Ende dieser uralten Zivilisation markiert den Beginn des dunklen Zeitalters. Ja, die Septianische Kirche. Ich glaube, das dunkle Zeitalter ging dann bis 500 Jahre vor der derzeitigen Zeitrechnung oder vor 500 Jahren. Und dann gab es, glaube ich, wieder kulturellen Aufstieg und so weiter und so fort. Irgendwie sowas meine ich mich aus Trails in the Sky erinnern zu können, wo wir auch in ein Museum kommen, wo auch ein bisschen über die Geschichte von dem semurianischen Kontinent zu erfahren ist. Die Septianische Kirche oder die Septian Church ist die, ja, weit verbreiteste Religion auf dem zemurianischen Kontinent und basiert oder der Grundlage ihres Glaubens basiert auf der oder fundiert auf der, ich weiß nicht genau, auf der, auf jeden Fall der Himmelsgöttin Aidios. Der hohe Sitz der Kirche befindet sich in der heiligen Stadt von Arteria. Wo ich gar nicht weiß, ob die. Ich glaube, irgendwer hatte mal im Livestream dann was gesagt, weil ich mich das, glaube ich, auch schon gefragt hatte, ob die bislang schon in irgendeinem Spiel aufgetaucht ist, die heilige Stadt, also als Schauplatz. Aber ich glaube, dass das noch nicht der Fall war. Auch wenn ihr Einfluss seit der Orbe Revolution sich gemindert hat, ist sie immer noch eine wichtige Präsenz in der Bildung auf dem Kontinent und auch was das Gesundheitssystem angeht. Septium. Das Wort Septium umfasst sieben Typen von wertvollen Steinen, die überall auf dem semurianischen Kontinent, warum sage ich jedes Mal das voll aus, auf Semuria ausgegraben werden. Sie werden schon seit Urzeiten als Symbole von Mysterien angesehen und sie ziehen ihren Wert daraus, dass sie, oder sie haben ihren Wert als Ressource praktisch über Nacht stark erhöht, als die Technologie kam, sie zu Sepit zu verfeinern und oder zu Septium-Fragmenten und diese dann in Quarz umzuwandeln. Also als Quarz entwickelt worden ist. Also sie zu refine, also zu veredeln wahrscheinlich dann irgendwie sowas. Ja, also Septium
das, weil wir das Septim sammeln, das Septium sind ja dann, glaube ich, diese Adern von wenn man es fragmentiert, wird es dann zu Sepit und das Sepit verfeinert wird dann zu Quarz. Das ist praktisch so diese, ja, was dann in den Orbments entsprechend, also was die Orbel-Energie-Fundament ist und dann eben auch die Anwendung von Arts, was praktisch das Magiesystem von The Legend of Heroes ist. Artefakte. Artefakte sind im Prinzip uralte Orbments. Während sowohl moderne als auch uralte auf Orbel-Energie basieren, ja, werden sie sehr unterschiedlich operiert oder gehandhabt. Da sie voraussichtlich von der uralten zimmerianischen Zivilisation produziert worden sind, ist eine genaue Analyse derzeit jenseits unserer technologischen Möglichkeiten. Artefakte werden hin und wieder innerhalb von Ruinen überall auf dem Kontinent gefunden und manche sind in der Lage, unglaubliche Kräfte zu vorzuzeigen, die Grenzen der menschlichen Vorstellung sprengen. Daher hat die Septianische Kirche solche Artefakte als zu früh gekommene Geschenke der Göttin deklariert und deklariert ebenso sämtliche Verantwortung für ihre Sammlung und Kontrolle für sich selbst. Also sie nehmen in Anspruch, sie zu verwalten, zu kontrollieren und so weiter und so fort, die Artefakte. Das war, glaube ich, auch in Trails in the Sky Teil 2 und Teil 3 ein gewisser Storypunkt mit den Artefakten. So, dann kommen wir hier zu Kultur 1. Rainford Company. Die Rainford oder Rainford Company war ursprünglich eine Schwarzpulver, also ein Hersteller von schwarzpulverbasierten Waffen, mit Ursprung auf dem im Erebonian Empire und bekannt für die Kanonen und schwere Feuergeschütze. Seit der Orbe Revolution jedoch hat sie ihr Gewerbe ausgeweitet auf Züge und auch Luftschiffe. Diese Ausweitung hat dafür gesorgt, dass sie eine von zwei der größten Companies, also Unternehmen, Firmen auf dem Kontinent wurde, welche nur in den Schatten gestellt wird, oder nicht Schatten gestellt wird, aber nur als Rivalen hat die Verne Company in Calvard. Ja, dagegen ist das andere kleine Unternehmen in Liberal Kingdom nicht ganz so groß vielleicht, aber nicht weniger wichtig von den Erfindungen her. Nämlich das Zeiss Central Factory, glaube ich, ZCF, was wir hier noch haben, wird also auch noch erwähnt, die Verne Company, ist eine massive Firma, die ihren Sitz in der Calvert Republic hat. Wie ihr industrieller Rivale, die Rainford Company, war die Verne Company einst ein Waffen- und Rüstungshersteller, der dann allerdings sein Gewerbe ausgeweitet hat auf die Erforschung von alles, was mit dem Orbel-Energie zu tun hat und der Entwicklung davon nach der Revolution. Insbesondere insbesondere erwähnenswert, so heißt es im Deutschen, sind die innovativen Herangehensweisen der Firma, was die Entwicklung von orbalen Vehikeln, wie zum Beispiel Orbel-Autos und Bussen angeht. Okay, die Zeiss Central Factory. Die Zeiss Central Factory, oder kurz ZCF, wurde gegründet ursprünglich als Zeiss Engineering Factory im Liberal Kingdom in der Stadt Zeiss von Professor A. Russell, einem Schüler des großen Professor Epstein. Die Zeiss Central Factory war die allererste Orbment-Manufaktur, die in der Lage war, erfolgreich ein Luftschiff zu entwickeln. Sie haben kürzlich ihre Arbeit an dem High-Speed-Cruiser der Arcel fertiggestellt. Ein federleichtes Airship, welches die Speerspitze der Royal Liberian Army darstellt. Die, wie man sich denken kann, weil es Zeiss Central Factory ist und auch der Charakter Professor A. Russell taucht auf, die Arcel und so weiter, tauchen in Trails in the Sky auf. Wer also da auch mehr wissen will, muss Trails in the Sky spielen. Q2.
Kultur 2. Die Bracer-Gilde. Das hatte ich mich sowieso schon gefragt, weil die Bracer-Gilde ja eigentlich auf dem gesamten Kontinent verteilt ist. Ob wir auch, nicht in den Kommentaren unten verraten, generell sowieso nichts spoilern. Ich bin, wie gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt blind. Und ich versuche auch nur vage zu bleiben mit Rückgriffen auf Trails in the Sky, wie gesagt. Die Bracer-Gilde, wundere ich mich schon, ob wir der auf in Erebonia auch begegnen. Also ob die hier überhaupt auch eine Rolle spielt. Als sozusagen, ja, sowas wie eine UN, UN-Truppen oder so eine internationale Hilfsorganisation für Odd Jobs oder so. Das ist ja im Prinzip. Ja, die Bracer-Gilde ist eine NGO, also eine nicht regierungsgeführte Organisation, die dafür sorgt, den Frieden zu wahren und Zivilisten zu beschützen, wo immer sie sich befindet, in ihren zahllosen und auf dem ganzen Kontinent verbreiteten Zweigstellen. Ihre Mitglieder werden Bracer genannt. Und zwei Bracer als Hauptfiguren spielen wir auch in Trails in the Sky oder generell mehrere Bracer auch im weiteren Verlauf der Teile. Ihre ja, wegweisende Richtlinie, die Sicherheit der Zivilisten an erster Stelle über alles andere zu setzen, ist sowohl die größte Stärke als auch das größte Handicap, da sich die Bracer niemals in politische Angelegenheiten einmischen dürfen, außer dass dadurch Zivilisten direkt bedroht werden. Ja, auch dieses Politische spielt durchaus in Trails in the Sky dementsprechend eine Rolle. So, das Jägerkorps. Oder die Jägerkorps. Eine unglaublich talentierte Söldnergruppe, die man überall auf dem Kontinent finden kann. Auch bekannt als Jägerkorps. Wegen ihrer Fähigkeiten im Kampf und ihrer Bereitschaft, immer mal ein bisschen die moralische Grauzone zu bedienen, werden sie oftmals als Privatarmee eingesetzt. Daher gibt es mehrere Länder, die Gesetze erlassen haben, die es verbieten, sie anzuheuern und sich von ihnen Gebrauch zu machen. IBC, die Internationale Bank von Crossbell, ist eine große Bankorganisation, welche den ganzen Geldfluss, der in Crossbell hineingeht, kontrolliert und die Wirtschaften der Nation auf dem ganzen Kontinent unterstützt. Ich könnte wetten, dass die in dem Zwischenteil zwischen Trails in the Sky und hier Trails of Cold Steel eine Rolle gespielt haben wird. Generell alles, was hier mit Crossbell erwähnt wird, weil teils die Zwischenteile, soweit ich ja weiß, auch zeitlich zwischen Cold Steel und Trails in the Sky spielen und in Crossbell hauptsächlich situiert sind. Die Interessen der IBC gehen aber noch über das Banking hinaus. Zusätzlich sind sie auch der wichtigste Sponsor für die App, für das Epstein Foundations Orbital Network Projekt, was, glaube ich, das Internet darstellen soll, also sozusagen dann für die Computisierung auch der Welt von The Legend of Heroes. Die Bank führt außerdem Themenparks und andere Freizeitaktivitäten. Ähnliche Freizeitaktivitäten. Imperial Chronicle. Die Imperial Chronicle ist eine Nachrichtenorganisation mit Hauptquartier in Heimdall. Es hat sich einen Namen gemacht als die vertrauenswürdigste Nachrichtenquelle des Empires in ihrer 120-jährigen Geschichte. 120 Jahre, also genauso lange wie der Wiederaufbau mit Dreikel oder wie er heißt, dem Gründer von dieser Akademie. Letztes Jahr, im Versuch, ihre Nachrichtenverbreitung etwas zu diversifizieren, hat die Firma auch ein Imperial Chronicle Radio, also eine Radiostation, etabliert, zusätzlich zu ihrer über weite Strecken gelesenen Nachrichtenzeitung. Okay, im Liberal Kingdom hat man die Liberal News als Zeitung, die da hauptsächlich zugange war, und damals war auch Telefon noch nicht so weit verbreitet, nur in den Stationen zwischen den einzelnen Bracer-Zweigen. Aber das wird sich in den 2 Jahren dann wahrscheinlich auch rapide verbreitet haben, wenn man liest, was hier schon als Technologie im Prinzip existiert. Und genau, gute Überleitung, als ob ich es gewusst hätte. Technologie, damit geht's genau weiter. Die Orbital Revolution.
Die Orbital Revolution war eine technologische Revolution, die ihren Beginn im Jahr 1150 nahm mit der Erfindung von Orbmans. Die Öffentlichkeit war zunächst skeptisch wegen diesem Sprung in der Technologieentwicklung. Aber die Entwicklung des Orbital-Telefons durch die Epstein Foundation und die Luftschiffe von der Zeiss Central Factory haben sehr schnell bewiesen, welchen praktischen Nutzen Orbmans haben. Seither wurden Orbmans ein sehr essentieller Teil unserer täglichen Leben und die Orbital-Technologie treibt alles Wichtige von Kochplatten bis Lichter an, wie auch Transportvehikel und moderne Waffen. Und noch viel und weitergehend. Ach ja, mit dem Fortschritt der Technologie hat sich auch die Größe von den Motoren oder von den Engines, Orbital Engines, verringert, wodurch sich ja auch entwickelt hat, dass es leistungsfähiger, aber auch bezahlbarere Automobile sich entwickelt haben oder entwickelt wurden von der Werner und den Rheinfort Companies jeweils. So, Orbmans war das, glaube ich, gerade gewesen. Quarz. Quarz ist ein Kreislauf kristalliner Strukturen, der gewonnen wird durch das Verfeinern und Prozessieren von Septiumfragmenten, die wiederum als Sepit bekannt sind. Während Quarz sowohl als Energiequelle dient, als auch in der Lage ist, diverse Phänomene zu verursachen. Achso, kann man sie ohne einen Orbment, in dem sie verwendet oder eingebaut werden, sind nicht verwenden. Also dann sind sie machtlos. Hatten wir Orbment gelesen? Nein, hatten wir noch nicht. Das erste Mal noch so lang. Orbment ist ein allgemeiner Begriff für Geräte, die dadurch ja, funktionieren, dass sie Orbital Energy von Septium entziehen. Diese Technologie wurde von Professor C. Epstein erfunden. Die interne Struktur eines Orbmans erlaubt es ihm, mit dem Quarz zu interagieren, welches wiederum aus Septium gewonnen wird, also das Quarz. Die Designs dieses Design erlaubt es, Orbmans herzustellen, die fast nahezu unendliches Potenzial besitzen. Zwischen ihrer Flexibilität und ihrer Fähigkeit, auch ihre interne Orbital Energy über Zeit zu regenerieren. Das soll dann wahrscheinlich das EP sein, was wir haben, also die Energy Points, die wir regenerieren, wenn wir pausieren, sind Orbmans sehr viel effizienter als alte, das hatte ich nachgeschaut im Stream, das weiß ich noch, Verbrennungsmotoren, glaube ich. Gut, soviel zu Technologie 1. Technologie 2, Orbital Arts. Orbital Arts sind eine Art von Magie, welche aktiviert werden kann, indem man Quarz in einen Kampf-Orbment einbaut. Was wiederum ein kampffähiges Orbment ist, welches von der Epstein Foundation entwickelt wurde. Diese Arts, wie sie normalerweise genannt werden, werden weithin von Armeen, Polizeikräften und Bracern überall auf dem Kontinent geschätzt, weil sie so einfach anzuwenden sind. Oder werden gekannt oder sind bekannt wegen ihres für ihren einfachen Einsatz. Mein Gott, Flo, sprech Deutsch. Langsam bin ich wirklich fusselig mit dem am Maul oder mit dem Maul. Wenn man ausreichend trainiert, sprich XP sammeln und hochleveln, dann kann jeder sich ihrer unglaublichen Kräfte bedienen oder sich dessen zunutze machen. Orbital Network Project. Davon haben wir auch schon in einem anderen Buch hier gelesen. Das Orbital Network Project ist ein Vorhaben der Epstein Foundation, ein Netzwerk zu entwickeln, welches hohe Mengen an Informationen austauschen kann zwischen Computern, indem man orbale Kabel oder Orbital Cables benutzt. Stimmt, einen allerersten Datenbankcomputer gab es ja tatsächlich auch schon in Trails in the Sky in der Zeiss Central Factory. Wo auch schon ein praktisches Jahr, wirklich einen Computer gab. Deswegen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich von wegen, das geht alles ein bisschen zu schnell voran. Ja, wenn ich da bedenke, sozusagen 2 Jahre zuvor gab es auch schon einen Datenbankcomputer in Trails in the Sky, in einem Spiel, was dann entsprechend 10 Jahre, glaube ich, von Demi entwickelt worden ist. Daher, sie sind schon recht konsistent, aber
Die industrielle Revolution geht hier etwa in einem dreifachen Tempo ab, oder vierfachen Tempo, wie wir es mit unserer industriellen Revolution hatten. Wenn nicht sogar noch schneller. Also praktisch das Internet. Orbel, wie hieß das? Können wir ja gleich nochmal gucken, wie wir es dann abkürzen. Am Anfang war es ein gemeinsames Projekt zwischen der Epstein Foundation und der Zeiss Central Factory in Libel. Aber die IBC, also die Bank von Crossbell, sponsert das Ganze jetzt. Also es wurde ins Leben gerufen von den Zweien, aber wird jetzt immer am Leben gehalten, wahrscheinlich durch den Sponsor in Crossbell. Und als Resultat des Ganzen wird das Netzwerk derzeit in Crossbell City getestet. ONP, also statt WWW, dem World Wide Web, haben wir hier das ONP. Die Epstein Foundation. Die Epstein Foundation ist eine Organisation, die sich der kontinuierlichen oder weiterführenden Arbeiten von Professor C. Epstein gewidmet hat oder der Weiterentwicklung seiner Arbeit. Sie untersucht stellt Ordments her, spezialisiert sich in der Informationsverarbeitung und Kommunikation. Sozusagen das moderne Microsoft oder so. Oder nicht das moderne, das Microsoft dieser Welt hier. Wobei Microsoft, soweit ich weiß, noch nichts Kriegs- und Kampfartiges macht. Denn die Epstein Foundation ist auch der einzige Hersteller von Kampf-Ordments, welche ihren Benutzern erlauben, Arts einzusetzen. Ihr kürzliches Orbel Network Project verspricht auch, die Zukunft der Orbel Communication, der Kommunikation zu sein. Okay, zwei haben wir noch. Bald sind wir durch. Internationales. Hier erfahren wir ein bisschen mehr über die Staaten. Das Erebonian Empire. Das Erebonian Empire befindet sich auf der westlichen Seite des Kontinents von Semuria und wird repräsentiert von einem goldenen Stallion. Das ist irgendwas Pferdartiges oder so, glaube ich. Vielleicht blende ich es hier ein, wenn ich dran denke. Auf seinem Wappen. Der derzeitige Kaiser, Emperor, ist Eugend Reise Arnor III. Trotz des sehr strikten Klassensystems des Empires und dem Fokus auf Tradition hat mit der Ausweitung des Zugsystems hat es seine Modernisierung begonnen durch die Bemühungen von Gilead Osborne der Ausweitung von den Zugstrecken. Ja, dem Gilead Osborne, der wiederum ein Veteran ist, der als der Blut- und Eisenkanzler bekannt ist. Ja, klingt bei so einem Spitznamen erwartet man da keine sehr herzliche Person. Ja, es gibt sowohl die mechanisierten nationalen Armeekräfte, die Imperial Army, als auch private Provinzarmeen, die unter dem Kommando der Adligen in der jeweiligen Provinz stehen. Wir sind ja hier in Erebonia und wir müssen uns selber hochschätzen hier in der Bibliothek. Erebonia könnte womöglich die machtvollste Nation auf dem zimurianischen Kontinent sein. In Zimuria. Die Calvert Republic. Die Calvert Republic liegt östlich vom Crossbell State und wurde nach einer demokratischen Revolution vor etwa 100 Jahren etabliert. Ihr derzeitiges Staatsoberhaupt ist der Präsident Rocksmith. Calvert ist ein weites, riesiges Land und dank ihrer sehr offenen Immigrationspolitik auch sehr kulturell divers aufgestellt. Viele Immigranten aus dem Osten aus dem noch ferneren Osten, haben Calvert zu ihrer Heimat gemacht. Auch wenn die Calvert Republic sehr weniger gewalttätig oder sehr weniger Aggression zeigt gegenüber Erebonia seit der Unterzeichnung des Nicht-Angriffspakts, gingen sich die beiden Ländereien oder Länder über viele Jahre immer wieder an die Kehlen. Der Crossbell State.
Crossbell befindet sich durchaus noch auf der westlichen Seite von Cimmeria, eingeklemmt zwischen dem Erebonian Empire und der Calvert Republic. Der Staat wurde als ein autonomer Staat vor etwa 70 Jahren gegründet. Und die beiden Nachbarländern, also das Empire und die Republik, streiten sich immer noch über die, ja, über die Territorialfrage, wem der Staat Crossbell gehört. Im Zentrum befindet sich Crossbell City, eine der Zentralstädte des Handels auf dem Kontinent. Außerdem ist es die Schlüsselstation oder die Zentralstation für die transkontinentale Eisenbahn. Und die Stadt ist auch Heimat eines großen internationalen Flughafens. Okay, dann wird hier Politik oder International 2 sein. Lehman State, von der taucht, glaube ich, auch einmal in Trails in the Sky auf, als der Staat, wo, glaube ich, die Bracer-Gilde ihr so einen Stützpunkt hat, einen Trainingsstützpunkt. War das der Lehman State? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Heimat der Epstein Foundation und der Geburtsort von Professor C. Epstein selbst. Lehman ist ein Staat im Zentrum des Cimmerianischen Kontinents. Ah ja, genau. Ich kann mich erinnern, wie ich, glaube ich, genauso im Stream das ähnlich formuliert und genauso an dieser Stelle hier regiert habe. Geschichte wiederholt sich. Es ist genauso auch bekannt als der Staat, in dem das Hauptquartier der Bracer-Gilde liegt, die Zweige überall am Cimmerianischen Kontinent verteilt hat. Die heilige Stadt Arteria. In diesem Stadtstaat befindet sich der hohe Sitz der Septianischen Kirche. Und Arteria befindet sich im Zentrum des Kontinents und dient als ein Ort, an dem sich viele Gläubige und Kirchenoffizielle sammeln. Die Kirche wiederum besteht aus einer Vielzahl von Organisationen, unter anderem der Congregation for Divine Worship, also der Überwachung, Überprüfung göttlicher Worship. Ich worshipe ihn. Bewunderung ist auch nicht so ganz das Richtige. Welche auf jeden Fall liturgische Sachen handhabt. Die Congregation für Sakramente, welche die Sakramente der Göttin administriert, der päpstlichen Wache, welche für den Schutz der heiligen Stadt Arteria selbst wichtig ist. Congregation, Kongregat ist dann wahrscheinlich sowas wie ein Abteil oder eine Abteilung, Sektion oder irgendwie sowas. Ja, Liturge, Worship, also die sich dann um die Gottes, mir fällt gerade echt kein Wort für Worship ein. Ich bin auch langsam, mein Kopf raucht langsam nach dem Ganzen hier. Eurer bestimmt auch. Mir fällt Worship jetzt nicht ein. Ich worshipe den Gott. Anbetung wahrscheinlich. Also die alle kirchlichen, anbetlichen, spirituellen Sachen wahrscheinlich. Liturgical ist, glaube ich, nicht nur spirituell, aber sowas halt handhabt. Sakramente. Eigentlich gibt es ja auch noch welche für die Artefakte. Aber das ist dann wahrscheinlich auch die Sakramente da macht. Das Liberal Kingdom, Schauplatz von Trails in the Sky. Das Liberal Kingdom befindet sich im südwestlichen Teil des Cimmerianischen Kontinents. Sie ist reich, das Königreich ist reich an Natur und Geschichte und wird von der langlebigen Königin Alicia II. Regiert, die eine starke Verfechterin des Friedens ist. Zwar mag das Liberal Kingdom eine bescheidene kleine Nation sein, verglichen mit einigen der Ländereien drumherum, aber aufgrund seiner reichen Septium-Reserven und der fortgeschrittenen Technologien und Queen Alicias sehr geschickter Diplomatie gelingt es dem Königreich auf einem durchaus gleichen Stand zu stehen mit den umgebenden Ländern. Letztes Jahr. Okay, es spielt hier echt nur ein Jahr nach den Ereignissen von Trails in the Sky. Das hier könnte ein kleiner Spoiler sein, vielleicht nicht
durchlesen jetzt hier und kurz nicht hinhören, wenn ich das übersetze und den Text hier kurz überspringen. Letztes Jahr tauchte ein riesiges Objekt unbekannter Herkunft über dem Valeria Lake auf und sorgte dafür, dass überall in der Nation, also im Liberal Kingdom, ich glaube auch in Teilen von Erebonia, die Ordments ausfielen. Diese Krise wurde gelöst durch eine gemeinsame Bestrebung der Royal Army von Liberal Kingdom und der Bracer Gilde. Die nördlichen Highlands. Die nördlichen Highlands befinden sich nordöstlich des Empires und werden von der Isengard-Bergkette umgeben oder umringt. Trotz ihres, trotz der sehr strengen natürlichen Umgebung befinden sich oder leben dort einige Clans von Nomaden mit ihrer ganz eigenen Kultur. Und angesichts ihrer Lage, der Lage der Highlands, wurden sie sowohl vom Empire als auch von der Republik immer mal wieder als Territorien hart umkämpft oder waren hart umkämpft zwischen den beiden. Puh, Geschichtsstunde vorbei. Jetzt wisst ihr im Prinzip alles, was ihr über die Welt von Legend of Heroes erstmal wissen müsst, was das Worldbuilding angeht. Es würde wahrscheinlich auch natürlicher gehen, aber eine Bibliothek bietet sich auch an. Deswegen auf viele Sachen werde ich jetzt nicht mehr eingehen. Na gut, das werde ich vielleicht jetzt lieber in der nächsten Folge sagen. Ich mache jetzt hier einen Schnitt. Sobald ich da aus der Tür rausgehe, beginnt dann die nächste reguläre Folge. Und ich mache jetzt noch mindestens eine halbe Stunde, dass es auch noch hoffentlich für wenigstens eine Stunde reicht. Na, mal gucken.